Hallo, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Raft. Hier, zusammen mit dem Klabautermann LP, paddeln wir gemütlicherweise übers Wasser und sammeln Planken und Plastik. Mein lieber Klabautermann, wie geht es dir? Moin moin zusammen, mir geht's gut. Noch schlechter. Wir treiben uns hier auf dem Ozean rum, wir spielen Raft, die Early Access Version dieses neuen Spiels und müssen allerlei Dreck hier aus dem Wasser ziehen, um damit unser Floß weiter auszubauen. Also als wir gestartet sind, vor, ich glaube, 4 Folgen, waren das gerade mal 4 von diesen Planken. Also so ein Karree war das, was wir hatten, und alles, was dazugekommen ist, haben wir uns mühsam im Schweiße unserer Füße erarbeitet. So sieht's aus. Freunde, so Tommy, ich schicke dich gleich nochmal rüber auf das andere Floß. Ich paddel da mal hin. Ja, paddel schon mal hin und dann bin ich gleich soweit. Ja, hast du noch ein bisschen Zeit. Ja, wunderbar. Dann habe ich ja genug Zeit, mal hier schnell die Rübe zu naschen. Ich hoffe nur, mein Paddel reicht so lange. Achso, ich hab noch einen angebrutzelten Fisch, den kann ich auch noch essen. Ja, das ist gut. Fischbrutzeln sind immer gut, aber ich leg direkt mal noch eine Kartoffel drauf. Ich weiß nicht, wie es den Leuten... Nein, ich höre dich gerade sehr wenig, Tommy. Hallo? Ja, jetzt ist es wieder besser. Du hast gleich deinen großen Auftritt. Ich habe meinen großen Auftritt. Unsere beiden Flöße rammen gleich aneinander. Ja! Komm her! So, komm. Schnell. Ich habe diesmal auch vorher was gegessen. Das wird nicht helfen. Das Floß wird trotzdem untergehen, sobald du es betrittst. So, jetzt sieht man, Tommy kämpft sich da hoch an diese Kiste. Und man sieht, dass ich ganz dringend was zu trinken brauche. Ach, dann sinken die? Ach, die kann man quasi gar nicht. Die kann man quasi gar nicht abbauen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Da hatte ich mir, es gab ja vorher schon so Screenshots von diesen verlassenen Flößen. Da hatte ich mir mehr erhofft. Aber das ist so. Mhm. Aber du hast in der Kiste wahrscheinlich was gefunden. Guck doch mal in deinem Inventar, ob du da irgendein seltsames Item hast. Ich gucke sofort. Moment. So, in meine Kiste. Ein seltsames Item, ein Scharnier habe ich gefunden. Ich habe ein Scharnier. Dann kannst du das mal in unseren Forschungstisch reinlegen. Aber ich brauche das Scharnier für eine Tür. Nein, du musst das Scharnier in den Forschungstisch legen. Ah, eine große Anbaufläche, das lerne ich mal. Und was habe ich noch gefunden? Ein Lager. Wow, wir haben ein Lager. Ja, da können wir Sachen lagern. Hallo, Flecki. Hi. So, und guck mal, wir haben unsere Richtung verändert. Hinten ist nicht mehr hinten. Ja. Wunderbar. Dann geht der Plan ja auf. Das heißt, es lohnt sich jetzt eigentlich, die Netze entweder umzubauen oder weitere Netze zu bauen. Weitere Netze bauen, bitte. Dann sammeln mal Ressourcen. Beziehungsweise, warte mal, dann müssen wir zwangsläufig doch das Floß vergrößern. Und zwar bauen wir auf dieser Seite weiter, hier, quasi in die Richtung. Das heißt, da machen wir dann unseren Zuschauern auch den Gefallen, dass wir Netze nach vorne rausbauen. Ja. Ich habe den Hai platt gemacht. Ich bin mal gerade ins Wasser gesprungen. Hast du ihn auch fertig? Also, hast du 4 Haifleisch? Ja. 4? Perfekt. Dann kannst du die auf den Grill schmeißen. Ich komme! Klappi, ich komme. Ah, super. Jetzt würde ich gerne diesen... Schmeißt du das Haifleisch mal auf den Grill? Ja, sofort. Ich muss jetzt hier erstmal aufräumen. So, und zwar kommt der Forschungstisch und... Nee! Das Ding weg. Tommy, wir laufen auf Grund. Was? Wir sinken.
Mit? Wir sind da. Was ist denn das? Rette sich, wer kann. Wie rette sich, wer kann? Komm mal wirklich hoch und guck dir das mal an. Also zum einen siehst du dann, dass nicht wir uns bewegen, sondern die Items um uns rum sich bewegen, sondern nur wir bewegen uns. Ich glaube dir das, ich habe das vorhin auch schon gesehen. Ich kriege ja die Panik, wir gehen unter. Echt? Das hat nur Spaß gemacht. Aber guck mal, wir schwimmen wieder nach vorne. Also hinten ist wieder hinten. Ja, jetzt habe ich bin ich ganz durcheinander gekommen. Wo ist denn jetzt mein Tischchen hin? Ach so. Ja, der steht da auf dem Ding, was wir gerammt haben. So. So, dann machen wir mal nützlich und fangen mal ein bisschen Fisch hin. Wo ist denn der Hai? Hast du ihn schon gebraten? Nein, ich musste ja auf den Felsen springen. So, die Kiste hier kommt erstmal weg. So. Und dann nehme ich die Kiste. Und stell die erstmal hier mit hin. So. Was ist denn hier mit diesem. Obwohl, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Roher Lachs. Passt das da nicht rein? Tatsache, passt da gar nicht rein. Warte mal. Dann machen wir das mal so. Dann esse ich die Rübe mal. Dann nehme ich diesen Wasserkollektor hier. Tust mir den Hai mal ins Lager, dann brate ich den Hai. Nein, ich habe hier noch einen anderen Fisch. Ja. Ich baue jetzt gerade mal ein bisschen um hier, ne? Nicht, dass du dich wunderst. Das ist okay. Bei dir wundert mich eh nichts mehr. Da jetzt. Ja, das muss ein bisschen schön sein. So. So. Kann ich eigentlich... Können kannst du es bestimmt. Frag mich nur, ob du es solltest. Ja, ich überlege. Also hier durch die Netze kann ich kein Wasser aufnehmen. Okay. Das heißt, ich werde mal ein einfacher Reiniger. Eine Vogelscheuche. Ein einfacher Reiniger. Ich werde mal noch einen dritten bauen. Einfach nur als Not, falls wir doch mal... Okay, so. So, jetzt kann man hier zumindest einmal um das Ding drumherum. Hast du den Haifisch irgendwo hingeschmissen? Ach so. Sonst wirst du gleich hungern. Hast du was gegessen gerade? Ja. Oh. Ich pack dir den mal. Ich pack mal alles, was ich zu essen habe, erstmal ins Lager. So, da haben wir einen Heilkopf, dann haben wir hier Fisch, dann haben wir da noch einen Fisch. Dann haben wir, den esse ich gleich. So. Ich muss mal Planken platzieren. Also ich hätte noch mal zwei Netze. Die Frage, wo wir die hinbauen wollen. Ja, warte mal. Also eins können wir hier hinbauen. Ja, dann machen wir hier die volle Breite, glaube ich. Nee. Weil ich möchte nicht, dass das Netz außen am Boot ist, weil dann kann der Hai das anknabbern. Also ich hätte gerne eine Schutzreihe. Ja, das will ich ja gerade bauen, alles. Und irgendwann würde ich dann ehrlich gesagt doch lieber in die Höhe als in die Breite wachsen. Also gern noch in die Länge, aber ich finde so ein quadratisches Floß irgendwie unästhetisch. Ja, das kriegen wir glaube ich hin. Also ein längeres ist okay. Dann würde ich sagen, dann lassen wir die Zäune als so eine Grenze und hinter den Zäunen bauen wir einfach noch 4, 5 Reihen dran, wo wir Netze hinbauen.
oder? Also ich könnte auch damit leben, dass die Netze einfach einmal quer, also in der Mitte, guck mal, wo ich gerade laufe, dass die Netze hier drunter durchgehen. Also why not? Mach mal. Ich baue den Grill nur gerade woanders hin, ne? Nur, dass du es schon mal gesehen und gehört hast. So, ergibt das Sinn, das irgendwie dahin zu bauen? Nee, eigentlich nicht, ne? Einfach nur, damit man so ein bisschen... Kann ich das irgendwie entfernen? Entfernen? Wie lange braucht er denn, um einen Fuß und einen alten Schuh aufzuheben? Hi, Klappi, ich hab keinen Speer. Komm. Wache! Attacke! Einmal habe ich ihn noch getroffen. Muss schneller gehen. Du musst den Speer bauen. Ja. Wird gemacht. Von mir, es muss schneller gehen. Ach genau, ich wollte einen zweiten Grill bauen, dass das hier nicht so zäh ist. So. Da fehlt mir irgendwas zu, was ich jetzt hab. Ja, ich will hier irgendwie die Schuhe irgendwo hinstellen, wo sie halt halbwegs witzig aussehen. Ich glaube, ja, die können wir von mir aus, können wir die auch. Nee, ich finde die gut. Mehr oder weniger abbauen. Nee, ich finde die gut. Lass die mal. Das mit den Schuhen, das ist schon eine coole Sache irgendwie. Aber das wären Zimmerpflanzen. Ja. Mit Zimmerpflanzen kann ich auch leben. Jetzt kann man hier ein bisschen treten. Weißt du, wie ich meine? Ja. So. Okay. Dann haben wir... ist schon irgendwas Heimmäßiges fertig? Noch nicht, ne? Dann guck ich mal gerade hier in die Truhe, ob hier schon... Nee, es ist noch nichts zu essen fertig. Ich hätte noch zwei rote Rüben. Oh, und wir haben zwei Fässer verpasst. Schade. Ja, so langsam wird es ein bisschen undurchsichtig, weil wir ja hier schon... Nasser Ziegel. Brauche ich Sand. So. So. Das ist wohl das ruhigste Spiel neben The Long Dark, das ich hier gespielt habe. Ja, nur halt manchmal halt nicht. Habt ihr das gesehen? Nee, was passiert? Was ist passiert, Tommy? Eine Möwe hat sich gerade bedient. Die kannst du auch mit dem Speer erstechen. Ich muss mir mal unbedingt einen Speer bauen. Warte mal, ich muss mir mal gerade einen Speer bauen. Ich glaube, deswegen war ich ja vorhin hier in der Dings drin. So, ich muss gleich mal was essen irgendwie. Magst du noch so ein Floß entern? Ja. Ja, hol das mal. Paddel mal ran. Dann baue ich mir noch ein Paddel. Paddel mal ran. Wie kann ich eigentlich diese Zäune wieder abreißen? Tja, jetzt plötzlich. Mit einer Axt wahrscheinlich. Wenn wir wollen in die Höhe gehen, ne? Oh, ich glaube, das ist zu spät. Das kriegen wir nicht mehr. Probier es doch mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Mann! Guck,
doch mal. Klappt ja, doch. Ja, könnte klappen. Ja, guck doch mal. Ist da Wunder? Ist da alles gut, Klappi? Kann ich das mit dem Speer kaputt machen oder so? Nee, mit der Axt kannst du die kaputt machen. Ja. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und ich kann jetzt hier gleich die... Du kannst noch sprinten. Wie komme ich jetzt da hoch? Durchs Dach durchgreifen. Da ist gar nichts. Das war ein Fake-Fluss, da war nur ein Vogelnest auf dem Dach. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab den Hai schon an mir rumknabbern sehen. Dafür ist dein Haifisch fertig. Kannst du es mal vom Grill nehmen? Ja, ich komme. Hab ich das jetzt genommen oder hast du es genommen? Ach so, einen Haifisch habe ich schon genascht. Ah, na dann. Ja, mehr gibt's erstmal nicht. Hallo? So. So. So, an der Stelle muss man ganz kurz. Wir nehmen das ja gerade live auf. Flicky Flecky fragt gerade, guckt nach dem Spiel und fragt sich, wie das mit dem Steam funktioniert. Wir schwatzen gleich nach der Folge. Da können wir mal kurz drauf eingehen, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Dann kann ich auch die Klabauter-Oma noch begrüßen. Die ist im Stream mittlerweile aufgetaucht. Ja, wir machen gleich eine Pause, dann können wir ein bisschen chatten. Genau. Das Ganze ist hier die Folgenschmiede für YouTube. Das ist nochmal, da machen wir mit Anmoderation und Abmoderation. Das nur kurz nebenbei erwähnt. So. Ich brauche schon wieder Kunststoff. Oh, einmal Kunststoff habe ich jetzt. Guck mal, ob du das abnehmen kannst. Nee, ging nicht. Ging tatsächlich nicht. Mann. Ich will jetzt mal eine Insel da vorne. Es ist nur ein Riff da vorne. Ja, wir hatten es in der letzten Folge ja schon angerissen, ne? Ja, ich hatte sonst auch nie wirklich ein Thema mit Inseln. Also, die waren dann halt da, plötzlich. Ja. So. Weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir... Ich habe dir ein bisschen Kunststoff in die Kiste gelegt. Super. Mache zu. Ein bisschen. 20. Ist doch ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen viel. Das ist schon gut. Ich habe noch 50. So. So, dein zweiter Hai ist fertig. Ich habe ihn dir in die... Das ist super. Ich habe ihn dir jetzt in die Kiste gelegt. Perfekt. Klabbi ist der perfekte Koch. Ja, nur wir müssen jetzt, ich gehe mal wieder angeln, weil... Wir haben nicht mehr so viel, ne? Ja, wir müssen wieder einen Hai töten. Oh ja, ganz viel Baumaterial, super. Ach, der Zaun ist hier dekorativ. Den lassen wir da jetzt einfach mal so stehen. Da können wir dann nachher Fackeln dran machen und so. Ich glaube, das ist... Das ist meins. Du das Lump. Ist auch meins. Du Lump. Du Lump. der Eddie schreibt gerade, dein Bot spinnt rum. Was macht er denn, der Bot? Der Gute. Nachrichten löschen. Wird schon seinen Grund haben. Tommy, hast du den Anker schon montiert? Ach so. Ja genau, pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt den Anker. Weil montieren mal bitte, weil dann können wir hier mal auf Tauchgang gehen. Ich halte so lange mit dem Dings gegen. Der Anker ist hier vorne. Dann schmeiß ihn ins Wasser. Hast du? Ja. Kann man hier tauchen? Genau. Guck mal, da liegt was auf dem Boden. Warte, stopp, bevor du reinspringst. Wir bewegen uns noch.
Ja, jetzt aber nicht mehr. Aber Anker ist drin. Ja, ja. Seltsam. Ja, jetzt haben wir... Alter. Stopp, bevor du ins Wasser springst, alle wertvollen Dinge in die Kiste. Ja. Also sowas wie Nägel oder Scharniere. Ja, ich würde auch vorschlagen, machen wir erst in der nächsten Folge, oder? Ja, das wäre ein super Teaser. Was soll ich denn jetzt alles reinpacken? Ja, wir müssen wahrscheinlich eine zweite Kiste bauen. Ich glaube auch. Dann lass es doch einfach mal drauf ankommen und wir bauen erstmal eine zweite Kiste, glaube ich. Oder? Ja. Machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge bauen wir eine Kiste und dann gehen wir hier ein bisschen auf Tauchgang und versuchen mal den Hai irgendwie ein bisschen auszutricksen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Klabi und ich freuen uns natürlich über jedes Abo, über jeden Daumen und über jede konstruktive Kritik, die ihr uns hinterlassen möchtet. Wollt, könnt oder müsst. So, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Danke. Macht's gut. Ciao.